Es war einmal. Hänsel und Gretel. Gelesen von Joe von Arfing. Und die alte Frau mit der langen Hexennase kam heraus und lockte Hänsel und Gretel ins Pfefferkuchenhaus. Sie war als komplett. Sie war als Trolltensöhlhausen. Zieh Leute, über deinen Riechkolben bringst du nicht einmal gescheit die Göschlaufe auch. Verstehst du? Und danach noch zu dritt in so einem umgebauten Panettone drin. Ja, falls komplett. Und die alte gehört zu der riesigen Gruppe auch noch. Die Fensterscheiben sind leid Zuckerglas, kannst du nicht liften. Was ist das? Klimahaus Z? Nein, nicht schon sagen. Oh, Hänsel und Gretel, wartet dabei. Jetzt ist Pandemie. Möchtest halt erklären, sagst du. Pandemie, das ist ein Virus. Pandemie, froh bin, wenn ich nicht krieg. Nicht? Aber so, die Alte, ich meine, so braucht sie keinen brennenden Öfen und keinen Gretel. Also, wenn sie sich quasi selber, hat das mal nie. Ich sag, deswegen Talspinnen will ich auch lassen. Nicht? Ich sag, allem Hauserstand hinschalten, die Göschlaf, mir geht's auch die Söcken. Aber bevor der Sommer nicht da ist, ziehst du die Söcken halt auch nicht da. Nicht? Deswegen, Kinder vom Bahnhofszoo durchhalten und bald das Vier ist, dann trinken wir halt ein Großes. Und nicht Augentröpfen. Sollwei. Jetzt durchhalten. Abstand, Hygiene, Maske.